Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor, mit einem ganz neuen Gegner vor unserer Nase. Ja, ich würde mal sagen, springen wir noch mal drauf, weil wir nehmen ja kaum noch Schaden mit Stacheln. So, jetzt aber. Ja, dachtest du, wieso du könntest von mir abhauen? So, dann würde ich mal sagen, machen wir erstmal den hier weg. Dann würde ich mal sagen, komm, machen wir erstmal hier die Mauschelle. So, dann ist Nummer 1 schon mal weg. Und der ist eingefroren, das ist schön. So, dann tausche ich jetzt erstmal auf. Ich sagte, ich wollte tauschen. Auf Gumprina, dann kann sie mal schön mal den Gegner hier scannen. Ein V-Piranha. Das ist ein V-Piranha. Das sind giftige Piranha-Pflanzen von seltsamer Farbe. Maximale KP 8, Angriffskraft 3. Die Techniken der V-Piranhas sind bis zum fauligen Atem. Wenn sie dich mit ihrem Atem vergiften, sinken deine KP auch nach dem Angriff weiter. Stimmt mal, das kriegen wir schön hin. Spätestens in der nächsten Runde. Und zwar jetzt. Und das nächste Level abkommt. Das sieht doch so verdächtig aus. Diesen Block hast du schon zerschlagen. Es enthält nichts mehr. Warum steht da ganze Zeit X? Das ist schon so belastend. Mist, ich wollte eigentlich drauf springen. Ah, egal. Mach mal erstmal diesen Waldvorzieher weg. Okay, bei ihr funktioniert das nicht. Geblockt. Au. 7 Runden lang hält das an. Okay, das tut weh. So, dann einmal austauschen. Da kannst du mal Saugmatz machen. Oh nee, das will ich eigentlich gar nicht. Na gut. Da hinten ist Luigi. Oh, diese Atem. Ich weiß nie, wann ich da blocken soll. Was sagt ja, Level Up kommt. So, ich will mal sagen, kommt erstmal wieder sie hier raus. Ganz in der Nähe. Ganz in der Nähe ist eine Münze. So. Immer noch hier in der Nähe. Ein Sternsplitter und jetzt in dieser Richtung. Okay, da war hinten war ja noch ein Block, deswegen. Sorry, Maus. So. Oh Gott.
Ich glaube, ich brauche hier einmal Yoshi. Hoppala. Ja, das kann was werden. Ach, sieh mal einer an. Ist eine Abkürzung? Okay, das ist so eine Art Abkürzung. Okay. Eine Insignie der Sonne. Wunderbar. Und sagst du immer noch was, dass hier was wäre? Okay, in dieser Gegend. Da ist nichts mehr. So. Erst ein Kaffee erfolgreich. Wunderschön. Und dann mache ich mal hier einen Sprung. Patsch. Alles voller Bomben. Ach, guck mal, Kampfschaden genommen. Immerhin etwas Erfahrung. Ein Tropfpilz. Komm, verwende ich einen normalen Pilz. Gegen alle Gegner. Ich habe schon zweimal Donation, also von daher. Ich hoffe, es gibt bald solchen Orden, wo man mehr Items tragen kann. Ist es weg? Hier irgendwo in der Nähe. Das ist hier irgendwo, hey? Hier irgendwo in der Nähe. Oh, vielleicht da oben. Kann ich mir vorstellen, warte. Ich glaube, ich nehme dann doch mal kurz im Yoshi raus. Hat ja gut funktioniert. So. Das war nix. Oder vielleicht.
hier ist doch gar nichts mehr. Naja, egal. Ich habe mein Bestes versucht. Ui. Ein Schuss Ahornsirup. Okay, hier haben wir alles. Ich lag trotzdem mal hier überall drauf. Beim Klabautermann, diese verfluchten Geister. Ey, Ida, das ist doch Mario. Ich gebe das also doch noch. Du kommst gerade recht. Schnappt er die beiden hier. Ihr müsst fliehen. Aber was hast du vor, Bart Omp? Überlasst die Geister mir und macht euch aus dem Staub. Das ist ein Befehl. Es reicht doch, wenn es einen von uns erwischt. Los, haut ab. Nein. Immer besser, was Bomb Bomb gesagt hat. Verschwinden wir hier. Bart Omp, Entschuldigung. Aber Entschuldigung. Und weg ist er. Entschuldigung, aber ich muss jetzt auch ganz flott. Achso, du da, vor dem Bildschirm. Ich denke zwar, du hast mich schon erkannt, Mario darf aber noch nichts wissen. Wie er einfach diese vierte Wand durchbricht. Du da vor dem Bildschirm und wer soll das jetzt sein? Der durchbricht die vierte Wand. So, wo ist denn hier der Eisschlag? Einen brauche ich. Okay, dann kann der Hammerwurf mal weg. So, das ist nichts. Ein Hotelgutschein. Ach komm, niemand braucht einen Tropfpilz. So, ich kann hier runter. Mal gucken, was hier ist. Eine Röhre. Eine Kokosnuss. Ich habe bekommen Items. Boah, ich hier einfach Items verschwinde. Nee. Ich lasse die Kokosnuss jetzt der Kokosnuss sein. So, und dann wieder wechseln. In diese Richtung, okay. Bedeutet, hier ist nichts mehr. Da unten, aber wie soll ich denn da hinkommen? Okay. Kein Schaden beim Springen auf brennenden Gegner. Das ist nice. Brauche ich auch nur eins. Okay. Erdbeben ist gut. Herzchen ist auch gut. KP plus. Nehmen wir erstmal
Blumensägen raus und tun dafür den Eispower rein. So. Und nochmal eine Insignie der Sonne. Na, oh, diese. Das ist ein legendärer Saber, wie ich ausgerechnet hier. So. Gibt's ja Schätze? Ja. So, und jetzt kann ich ganz normal springen, ne? Wunderschön. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe es nicht gesehen. Boah, ich weiß nicht. Deswegen mache ich hier mal Verteidigung. Wunderschön. Und wieder Verteidigung um 1. Aua. Hier gebe ich gute Erfahrungspunkte. Wow. Mario. Ich schätze, diese Geister haben mir ziemlich überzugesetzt. Aber Mario, ich muss dir doch sagen, es war richtig, mit dir aufs Meer zu fahren. Es tut mir nur leid wegen meiner Flasche vom Schiff. Wegen der Flasche mit Psychoblub. Ich wollte nie nach der Landung auf der Insel trinken. Ich wollte sie nach der Landung auf der Insel trinken. Sie ist auf dieser Insel. Habe gesehen, wie die Flasche auf dem Wasser trieb. Wenigstens einen Schluck wollte ich trinken, bevor... Oh, mein Psychoblub. Bitte mal, bring mir Psychoblub. Ungo. Okay, in dieser Richtung ist noch was. Okay, hier kann ich mich heilen. Rauchepulver. Rachepulver. Brauche ich jetzt nicht wirklich. Warte nur kurz, bis das Item weg ist. So, in dieser Gegend ist was. Verglichen mit anderen Schädelfelsen ist das ein ganz exquisiter, sogar mit Mulde im Auge, in die etwas reinpasst. Und erinnert dich die Form der Aussparung nicht an etwas? Etwas, das wir vor kurzem gesehen haben? Ah, da, ich sehe den Sternsplitter schon. Okay, was sollen wir denn jetzt machen?
Cusario. Okay, dann gehen wir mal zurück zu Cusario. Jetzt haben wir auch die ganzen Abkürzungen freigeschaltet. Aber jetzt geht uns kein Sternsplitter mehr. So, Erstangriff. Dann machen wir kurz den hier noch. Und dann wechsle ich mal auf Kupio. Dann kann er mal Powerpanzer machen. Ja, mehr Angriff braucht man jetzt nicht wirklich. 12 Schaden, Halleluja. Mist. Und wie viele Gegner sind es diesmal? Oh, nur zwei, das geht. Mist, ich wollte eigentlich kontern. Kommt das Level ab. Komm schon, Cupario, dann darfst du auch mal. Ach du liebes bisschen. Ich mach mal kurz einen Prozess. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich hoffe, es kommen noch Gegner. Ich bin kurz vom Level ab. Bin kurz vom Level ab. Okay, der macht jetzt keinen Schaden. Das ist gut. Ja, noch ein Gegner. Achso, Abpanzer. Jetzt kommt mein Level ab. Beziehungsweise komm, machen wir mal wieder einmal Erdbeben.
Ganz ehrlich, ich würde jetzt mal tatsächlich hier mal kurz auf Verteidigung gehen. Ich habe ja eh 2 Runden Zeit, von daher. Ich erstmal meine PP-Punkte wieder auffrischen. Immerhin schon mal 5. Wunderschön. So, und jetzt ein Powerpanzer. Und Level up. So, dann nehme ich mal KP plus. Dann kann ich den hier machen. Dann nehme ich jetzt einmal kurz KP Plus raus und dann wieder Blumensägen rein. Wo ist Blumensägen? Hier. Und Erdbeben kann ich auch wieder einfügen. So. Aber ich habe doch Erdbeben schon drin. Das ist doppelt Erdbeben. Ich ja nicht nochmal. Auswascher, so. So, Cusario. Oh, da seid ihr ja. Wir haben uns wirklich gesorgt. Dachten schon, ihr seid per Du. Aber jetzt sind wir ja alle wieder hier. Hm, sag mal, fehlt da nicht einer? Stimmt. Bartom hat uns vor den Geistern gerettet, aber er wurde gefangen. Leute, bitte Leute, wir müssen Bartom retten. Großartig. Bartom lebt also auch noch. Das gibt mir neuen Mut. Mario, wegen Bartom, könntest du da vielleicht wieder... was? Psychoblub? Sowas haben wir nicht. Aber sag mal, wofür braucht er denn das? Was, Bartom liegt im Sterben und es ist sein letzter Wunsch? Hm, wenn es der letzte Wunsch eines Sterbenden ist? Also gut, eigentlich gehört es mir, aber Bartom soll es haben. Aber halt. Auch dieses Psychoblub gehört zu unseren knappen Vorräten. Also musst du für uns einen Ersatz finden. Am besten wäre es, wenn du auf der Insel etwas zu essen finden würdest. Prägungsessen und du kannst die Flasche zu Bartom bringen. Also, was hast du Schönes mitgebracht? Hier, eine Mango. Nun denn, was haben wir denn hier? Das hat in der Tat etwas von Insel und Süd, aber Mangos mag ich leider gar nicht. Versuch es nochmal. Willst du deine Kokosnuss? Eine Kokosnuss, lass mich überlegen. Eigentlich trifft das ja nicht wirklich meinen Geschmack. Aber ich denke, Bartom sollte die Flasche haben. Also los, nimm sie schon. Hm? Oh, völlig daneben. Ein Psychoblub. Cusarios bester Tropfen oder gehörter Bartom. Auf diesen Genuss hatte ich mich sehr gefreut. Es wird Bartom sicher munden. Ja, aber das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin, tüdelü.